Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hits 2015 Box von Architect. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Architect mit seiner Hits 2015 Box. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine weiße quadratische Box. Hier oben haben wir eine weiße Zielwand mit Boxhandschuhen und darüber eine Neonröhre, eine Leuchte. Und darunter Architect Hits 2015 Box. Ansonsten die Box komplett in weiß gehalten. Auf der Rückseite lesen wir Architect Musik, Facebook-Seite und seine Homepage und noch einen Barcode. Alles klar. Dann schauen wir mal, was sich darin befindet. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, die Instrumentals, das Album an sich, zwei kleine Boxhandschuhe, einen Sticker, einen zweiten Sticker, und ein Poster. Die Box von innen komplett in weiß gehalten. So, und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Architect Hits 2015, das Cover kennen wir bereits von der Box. Was auch auf den ersten Blick mal direkt auffällt, wir haben es hier zu tun mit einem super Jewel Case. Freut mich sehr, bin großer Fan von Super Jewel Cases. Und hier auf der Rückseite lesen wir noch Architect Hits 2015. Dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben 12 Stück an der Zahl. 12 Tracks. Und meine Favoriten sind einmal der Track Nummer 1, nämlich Hits. Und dann noch der Track Nummer 6, Party Alarm. Die haben mir am besten gefallen. Wir haben Features von Lackmann, ansonsten alle Solo-Tracks, hier auch wieder ein Barcode und dann schauen wir mal hinein. In Super Jewel Cases geht auch das Booklet immer deutlich leichter raus, meiner Meinung nach ein weiterer Vorteil. So, was haben wir hier? Für Line, beziehungsweise für Line, aber ich würde mal sagen Line heißt das. Was haben wir hier? Schauen wir ganz kurz. Okay, also es ist quasi eine Widmung. Nein, Blödsinn, das ist ja der erste Track. Hits. Ja, klar. Also, denke ich mir gerade, das ist keine Widmung. Wir haben hier die Texte abgebildet zu den einzelnen Tracks. Also, das ist der erste Track und hier ist einfach der Text abgebildet. Und das setzt sich sofort, dass hier wirklich jeder Track abgedruckt ist. Gefällt mir sehr gut. Also, ich bin generell schon immer Fan davon, wenn man die Texte im Booklet abdruckt. So zum Nachlesen, Mitlesen, immer sehr gut geeignet. Also, 12 Texte hier zu finden. Das Ganze in schwarz auf weiß. Dann haben wir hier am Ende, was lesen wir hier? Ja, das Ende. Und dann hier noch die Infos der Beteiligten. Und wieder Social Media bzw. der Internetauftritt von Architect. Und hier noch eine Aufnahme Architekt mit Lederjacke. Also könnte man natürlich auch als Alternativcover verwenden. Ich werde es bei diesem hier belassen. Dann kommen wir zur CD. Diese in schwarz gehalten mit weißer Beschriftung. So sieht das Ganze aus. Und hier hinten lesen wir noch Architekt Musik. Dann
haben wir die Instrumentals zum Album. Also diese Fotografie dieselbe wie auch auf dem normalen Album, allerdings im Gegensatz zu dem weißen hier dann schwarz umrandet. Und natürlich dem Zusatz Instrumentals. Auch hier haben wir wieder 12 Tracks abgebildet. Also keinerlei Skits, sondern wirklich 12 Beats. CD. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir zwei Sticker, relativ große Sticker. Einmal diesen hier, ein bisschen Staub drauf oder Schmutz. Einmal diesen hier in der Herzform, Architekt Musik, hier in schwarz und weißer Schrift auf rotem Untergrund. Und dann einmal dieser große Sticker im Querformat, Architekt Musik inklusive des Facebook-Accounts, Architekt MC Zuhälter. Jawohl, so nannte er sich ja früher, teilweise ja immer noch. Dann haben wir hier zwei Boxhandschuhe und was mich hier sehr freut, also erstens mal sind die für so Miniatur-Boxhandschuhe recht groß, also hatte ich schon öfter in der Box, aber die waren dann kleiner. Und was auch besonders ist, dass die hier separat an Schnüren hängen. Normalerweise sind die immer zusammengehängt, das heißt, man kann sich natürlich dann bisschen mehr, ja, individueller gestalten. Architekt Hits 2015 lesen wir hier. Jetzt würde mich nur interessieren, aber ist natürlich, also kein Settel oder irgendwas, was uns jetzt darüber Aufschluss gibt, was das für Material ist. Aber schauen auf jeden Fall gut aus. Gefällt mir, kann man sich dann gerne, was weiß ich, an den Rückspiegel im Auto hängen. Wo auch immer, man findet sich ein Verwendungszweck dafür. Dann haben wir ein Poster, dieses relativ klein, in schwarz und weiß. Wieder dieses Foto, das wir schon vom Booklet kennen. Allerdings das Besondere, hier mit silbernem Edding, mit silbernem Marker, wurde hier unterschrieben. Also das ist eine Unterschrift von Architekt, das ist nicht aufgedruckt. Freut mich natürlich sehr, dass das hier signiert wurde. Poster im Hochformat, Rückseite blank. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box ein T-Shirt, wie so oft. So, dann haben wir hier Architekt Musik stehen, Architekt in weiß, Musik in rot auf schwarzem Shirt. Und das Ganze vom Design her finde ich echt gelungen. Denn wir haben hier die Buchstaben in so einer Jalousienoptik, als wären das hier so einzelne Jalousien, ja, Blätter. Und hier ist eine Hand und hier so aus Silhouette erkennbar ein Kopf. Also hier dürfte gerade jemand durch diese Jalousien schauen. Sieht echt gelungen aus, erinnert mich so von der Farbkombination und hier von dem Profil ein bisschen so an den Paten. Aber ist echt gelungen, meiner Meinung nach, vom Design. Backprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem T-Shirt in der Größe L, B&C Collection exakt 150. Das Ganze besteht aus 100% Baumwolle und ist made in Bangladesch. Hier haben wir noch die Waschhinweise. Alles klar. Schauen wir uns noch kurz an, wie das Ganze im Detail aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier die Buchstaben, den Schriftzug Architekt in weiß. Gefällt mir ehrlich gesagt richtig gut, weil gerade hier mit dieser Jalousienoptik und hier dieser Hand und dem Profil hier an der Seite hat das auf jeden Fall so etwas Spezielles, gefällt mir gut. Und dann auch unten noch dieses Musik, dass das so in einer anderen Schriftart ist, bisschen so eine, ja, fetzigere Schrift. Gefällt mir vom Design her echt gut und Schwarz-Weiß-Rot immer eine gelungene Farbkombination in meinen Augen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat mit Signatur, also unterschrieben, diese zwei kleinen Boxhandschuhe, die zwei Sticker, einmal im Querformat, einmal in diesem Herzformat, das
die Instrumentals zum Album in der Papphülle und das Album an sich im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box Hits 2015 von Architekt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Architekt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.